Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Grüezi miteinander und herzlich willkommen zur Brass Gala im Rahmen des jubilierenden 25. World Band Festival. Im Namen des Veranstalters der Stiftung World Band Festival Luzern begrüße ich unter uns Armin Hartmann, Bildungs- und Kulturdirektor des Kantons Luzern, sowie Vertreter der Festivalsponsoren. Vom Raiffeisen Regionalverband Luzern Ob- und Nidwalden, der das World Band Festival seit vielen Jahren treu präsentiert, begrüße ich den Präsidenten Bruno Poli, und vom Festivalpartner der Neutras AG begrüße ich den CEO Pascal Waltert mit seinen Gästen, verbunden mit einem großen Dank für diese mehrfach wertvollen Partnerschaften. Ich bedanke mich bei Buffet Grand Pont Paris, beim Festivalhotel Schweizerhof Luzern, bei allen Wohltätern, Partnern und Sponsoren, ebenso bei den Mitgliedern des Fördervereins für ihr Engagement und ihr Vertrauen. Meine Damen und Herren, es freut uns sehr, dass Sie sich das heutige Live-Erlebnis gönnen, und ich danke Ihnen im Namen aller hier im Saal, dass Sie Ihrem smarten Mobiltelefon inklusive dessen Kamerafunktion eine Auszeit gönnen. Immer und immer wieder ist es ein Hörgenuss, die musikalische Visitenkarte der Black Dyke Band mit dem Marsch Queensberry entgegennehmen zu dürfen. Und ebenso ein Vergnügen beschert uns dieses einzigartige Solistenensemble, wenn es sich einem klingenden Juwel von Franz aus Franz von Suppés Vermächtnis widmet. Viele seiner Ouvertüren fanden den Weg in das Brassband-Repertoire, und eine davon hören wir jetzt. Die Ouvertüre zur Operette Dichter und Bauer. Ich wünsche viel Vergnügen mit der Black Dyke Band, dirigiert von Nicholas Childs. Thank you.
Thank you.
Meine Damen und Herren, der Euphonium-Solist David Childs gilt als einer der besten Blechbläser seiner Generation. Entsprechend gibt es im Programmheft viel Bemerkenswertes über ihn zu lesen. Das nun folgende Werk mit dem Titel Force of Nature schrieb Peter Graham für David Childs persönlich. Das dreisätzige Euphonium-Konzert reflektiert Momente aus dem außergewöhnlichen Leben des US-amerikanischen Schriftstellers Ernest Hemingway. Der erste Satz ist übertitelt mit Matador. Die Traditionen des spanischen Stierkampfs faszinierten Hemingway. Er schrieb häufig über dieses Thema, wobei er das Oberflächliche durchbrach und auf einer tieferen Ebene das Wesen von Angst und Mut erforschte. Peter Grahams vom Flamenco inspirierte Musik setzt Kontraste mit Momenten der Unsicherheit gegenüber Momenten der Entschlossenheit. Wayfarer ist der Titel des zweiten Satzes. Unschöne Erlebnisse in Hemingways frühem Leben schürten sein Fernweh. 1917, im Alter von 18 Jahren, meldete er sich freiwillig als Krankenwagenfahrer an die italienische Front. Schon nach wenigen Tagen wurde er schwer verwundet und die Schrecken des Krieges machten den jugendlichen Illusionen von Unsterblichkeit ein Ende. Pillar ist der Name von Hemingways geliebtem Boot und der Titel des dritten Satzes. Hemingway liebte es, mit seinem Boot rasant durch die Wellen zu schneiden. Die Musik beschwört den Nervenkitzel einer Verfolgungsjagd herauf, wenn der große Fisch in Sichtweite kommt. Meine Damen und Herren, ich bitte um einen großen Applaus für David Childs. Thank you.
Thank you.
Meine Damen und Herren, die eben verklungene Hymne ist eine Verneigung vor Bramwell Tovey. Der mit einem Grammy Award ausgezeichnete britische Orchesterdirigent starb 2022 im Alter von 69 Jahren und hinterließ auch bleibende Spuren in der Brassband-Welt. Als Gastdirigent der nationalen Jugendbrassband von Großbritannien im Jahr 2014 gab er Peter Graham den Kompositionsauftrag für das Stück Metropolis 1927. Ein Werk, aus dem die eben gehörte Hymn of Bram im Gedenken nun entlehnt wurde und welches 2015 der Black Dyke Band ihren 13. Europameistertitel einbrachte. Als Krönung des ersten Konzertteils präsentiert uns die Black Dyke Band nun Schweizer Musik. Oliver Weschby, er ist heute Abend unter uns, herzlich willkommen, komponierte Antiphonies über Themen von William Byrd im Auftrag der Black Dyke Band für deren Teilnahme am europäischen Brassband-Wettbewerb im vergangenen Jahr in Malmö. William Byrd, der Schöpfer des Grundmaterials dieser Komposition, war einer der größten englischen Renaissance-Komponisten und sein Todestag jährte sich 2023 zum 400. Mal. Meine Damen und Herren, Antiphonies von Oliver Weschby, dargeboten von der Black Dyke Band unter der Leitung von Nicholas Childs. Thank you.
Thank you.
Meine Damen und Herren, die Black Dyke Band hat den zweiten Konzertteil eröffnet mit einem musikalischen Flug zu den Sternen. Abweichend vom gedruckten Programm hörten wir Ad Astra, eine neue Komposition des heute 48-jährigen Dänen Jakob Wilhelm Larsen. Umgeben von Sternen fühlt sich ab und zu auch Bond, James Bond. Die Black Dyke Band widmet sich in den nächsten Minuten den Titelmelodien der Filme 6, 10 und 8. Im Geheimdienst Ihrer Majestät aus dem Jahr 1969, Der Spion, der mich liebte mit dem Titelsong Nobody Does It Better aus dem Jahr 1977 und Leben und Sterben lassen aus dem Jahr 1973. Nicholas Childs dirigiert die Black Dyke Band mit der James Bond Suite.
Meine Damen und Herren, wenn Sie beim Schlummertrunk nach dem Konzert auch noch live gespielten Bläsersound genießen möchten, haben Sie mit dem Ticket von diesem Konzert im Luzerner Saal nebenan freien Eintritt. Bläsersounds nicht nur im Konzertsaal, sondern auch unterwegs und im Wohnzimmer. Dafür sorgt die Black Dyke Band, indem sie ihre Musizierkunst regelmäßig im Tonstudio dokumentiert. Die Aufnahmen können bei iTunes heruntergeladen, auf Spotify gestreamt und sogar auf CD gekauft werden. Zu letzterem bietet sich Ihnen Gelegenheit nach dem Konzert im Foyer. Bei allen Möglichkeiten der Tonübertragung bleibt aber das Live-Erlebnis unerreicht und darum zelebrieren uns nun David und Nicholas Childs mit der Black Dyke Band das Handwerk des meisterhaften Entertainments mit Musik. Bei seinem zweiten Solo-Auftritt zeigt sich David Childs als liebenswerter Charmbolzen mit einem Klassiker. Simone Mantia, der Euphoniumspieler in John Philip Sousas Konzertband, komponierte dieses Bravourstück im Jahr 1901 auf der Basis eines irischen Volksliedes. Viel Vergnügen mit Endearing Young Charms und David Childs. Thank you.
In Yorkshire, in 1855, John Foster, once a French horn player of the Queen's Head Brass and Reed Band, and by now director of John Foster and Son, cloth mill owners, re-established the local band by purchasing a new set of instruments, providing a band room for its 18 players, and renaming it the Black Dyke Mills Band, after the dark waters of the stream which supplied his factory. The history of his conductors includes Harry and Alex Mortimer, Major George Wilcox, Geoffrey Brand, Dr. Roy Newsome, Major Peter Parks, Professor David King, James Watson, and currently Professor Nicholas Giles, whose collective battens have directed the band's preeminent reputation with an unequaled 13 European, 30 British Open, and 24 national championship titles, with English national and world championship titles also won. Worldwide, for its supporters and members alike, the word immortal sums up their aspirations for a band whose Latin motto, Justum perficito, nihil timeto, translates to act justly and fear nothing, actions exemplified by the current players. The following piece, Immortal, is written by our composer in association, Paul Lovett Cooper, and finishes in a typical Lovett Cooper signature finale. As you enter the Black Dyke Band Room, amongst the many historical artifacts is the following short poem, where rafters breathe with music, where spirits of the past live on, tradition stirs the heart, and pride is to belong. This is Black Dyke. Ladies and gentlemen, Immortal.
Thank you.
Well, ladies and gentlemen, you've been a fantastic audience. Tonight we're celebrating the 25th anniversary of the World Band Festival. Congratulations to everybody, and I'm delighted to say that I've been part of probably 21 of those. And you know, we always look forward to coming to Lucerne, and it's nice when we can bring the English weather that is so good at the moment for you all. But you know, we've had a great time, and I think in most bands, you're very lucky if you can have one or two good percussionists. But tonight's performances have been so enhanced by my percussion team. Let's say a really congratulations to them. However, we've been working at this piece especially for this concert. It's one of the most red hot encores that I'm sure is going to exist. Actually, would you like to hear another piece from Black Dyke? Yeah. Well, that's easy because you can buy the CD after the concert, don't forget. So, no, but let's welcome our percussion team back on as we play Mahalagascar.